Guten Tag und herzlich willkommen zu Ultimate Chicken Wars. Heute dabei sind Janis, die Sebo und Pro. Odi sagt Hallo. Hi. Willkommen zu Folge Nummer 2 von Ultimate Chicken Wars. Gleiche Konstellation, gleiche Stinktiere, Schildkröte, Widder und Waschbären wie letztes Mal. Nur eine andere Map. Ja. Sogar noch fast die gleiche Uhrzeit wie letztes Mal. Da wir krasse Boys sind. Welche Map wollen wir nehmen? Vulkan? Oder gibt's was Besseres? Unten gibt's Hausdächer, aber Hausdächer wollen wir nicht. Was sagt denn die Metro? Die Metro sagt, das wollen wir nicht. Dann gehe ich auf den Weltraum. Oh nee, dann nicht. Wenn du auf dem Pier bleibst, gehe ich auf den Weltraum. Nee, dann nehme ich eine nice Map und den Ballsaal. Komm, aber auf den Weltraum. Aber auf den Vulkan. Vulkan wie Weltraum, schreibt. Brody, du musst auch auf den Vulkan kommen, bitte. Sonst gewinnt die Zeppel noch mit den blöden Hausdächern, die niemand mag. Die Rocket Vulkan-Tastatur. Hallo, das ist unbezahlt, das muss ich rauscutten. Also mache ich eh nicht, aber. Trotzdem. No. Der, ja, der Ball ist halt immerhin. Oh, der ist. Ich wollte gerade sagen, immerhin eine gute Map. Der ist wirklich, das ist eine coole Map. Eine Map zum Abkacken. Ja. So, das ist das Ziel. Ja. Mach es. Tu es. Ja, komm, mach es. Baus zu, bitte, baus zu. Nein, ja, das baus zu. Oh. Juhu, juhu. Jo, hä? So einfach, keine Punkte. Ich hab mein Ding gewastet, Mann. Unmöglich. Die Blume, ja Mann, die Blume. Ich hab's nur gemerkt, gerade eh schon unmöglich gemacht, ne? Warum haben wir jetzt drei Armbrüste? Warum nicht? Oh nö. Nein, nein, wo bin ich denn hingesprungen? Wie hab ich denn verkackt? Nein! Easy! Nein! Unfassbar. Ich frag mich halt jetzt an, ernst, wo dran ich gestorben bin. Ich habe eigentlich. Hast du genommen? Naja, ist ja auch egal. Ja, genau. Das schafft einen herzlichen Glückwunsch. Ja, mach das Bienennest doch dahin. Eins höher. Ich wollte gerade sagen, machst du wenigstens eins höher. Ja, so. Perfekt. Juhu! Wurde abgeschoben. Und wie hat sich. Hat sich die Bienen gegönnt. Und nein! Dieselbe... Der Wind hat sich halt. Ist eigentlich durch die Sprinkleranlage, durch den Hydranten da unten möglich, ne? Wie er weggeratscht ist, ja. Aber richtig. Eine Tür wäre da sehr praktisch. Ja, so eine Tür inzwischen. Ja. Nein, Brotti. Ja gut, dann selber schuld. Dann würde ich sagen, ist es auch nicht einfacher damit. Oh nein! Ich wollte gerade sagen, oh nein, wo die ist saftig daneben geschluckt. Nein! Nein! Wie habt ihr das gerade alle beide geschafft? Ich hab mit meiner Hitbox den nein! Das, ich hab mit meiner Hitbox das Teil gecrashed, weil ich in den Fall bin. Ja. Hast du gut gemacht. Hab ich sehr gut gemacht, ja. Oh ja. Oh ja, Jungs, ihr wisst, was das heißt. No. Das heißt, keine Papierflieger for you. Oh nein, was ist denn da oben passiert? Nein. Was ist denn da oben passiert beim Spawn? Oben links, die Seppe. Oben links beim Spawn, der Lüfter. Na, lass ihn doch. Lass ihn wenigstens hochfahren. Nö. Oder runter. Nö. Wie kann man da eigentlich die Abrissbilder hin platzieren? Wird das nicht am... Ja, das springt erstmal fett zur Seite. Oh, daneben gesprungen. Gut gemacht. Man schafft es, das bringt halt hier nichts. Oh mein Gott, stimmt, das geht ja nicht mehr. Ja,
Ja, Janis, was machst du denn jetzt? Jetzt mach ich den Move. Aha. Und stirbt. Okay. War schon cool. AFK-Warnung, da der Spieler nicht da ist. Ich bin aber da. Cool, der Move. Ja, ein Versuch war es der wert, ne? Ja, durch die Wand durchlaufen, ich glaube, das funktioniert auch nicht ganz. Och, Mann. Von unten so nice getätschelt, das wird so gut. Wie soll man da rüber kommen? Man kann da eh nicht reinkommen, ne? So reinspringst, dass du rumfliegst, Ja, so rum ist er ja. Aber ich glaube nicht so, wie er es wollte. Oh ja. Oh. Nein! Wie habe ich das geschafft? Was hast du getan? Ich habe verkackt beim Placen. Was hast du geplaced? Karussell oder L? Schaust dir einfach am Spawn an, ne? Ja. Gut gemacht, Janis. Oh, Basti, du schaffst es auch. Nice. Und jetzt? Bleib mal da stehen. No! Okay. Also gut. Darüber schaffen. Ja. Warte. Oh, gutes Timing. Richtig gutes Timing. Ja, sehr gutes Timing. Ja, richtig gutes Timing sehe ich genauso. Ja, es war fast ein richtig gutes Timing. Weil mit den Abzeit-Meteoriten ist das echt ein super Timing. Du. Nur die Abrissbühne muss da weg. Nein, die, na, die gefällt mir da eigentlich gut. Oh, was? Danke. Wie willst du es denn auch schaffen? Was passiert denn da? So einfach, keine Punkte. Oh Mann. Hey, ich bin tot! Ja, du bist das drin einfach. Du bist einfach da drin gespawnt. Ach Mann. Also ich meine, herzlichen Glückwunsch, das muss man auch erstmal schaffen. Es ist halt sogar schaffbar so. Ja, so ja schade. Ja, das Problem ist, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Brody das schafft. Ein guter Try, Brody. Also, der Ansatz war gut, die Umsetzung war scheiße, da ist noch Luft nach oben. Und trotzdem war es auch die beste Umsetzung von uns allen. Du solltest echt mal die Kurve kriegen, wenn du das noch verlieren möchtest. So, was macht er jetzt weg? Aber nichts. Ja, das macht die Bienen weg. Bitte. Lol. Nein. Lol. Nein, ihr beiden, nicht so viel. Man hört wahrscheinlich, dass ich auf meinem Schuh gerade woanders hingefahren bin. What the fucky? Weil die Geräusche und Unterdrückung halt einfach so schlecht scheinbar zu sein scheint, obwohl ich sie schon so gut eingestellt habe, wie ich sie konnte. Ja, wow, das ist jetzt echt relativ einfach geworden. Ich sag nicht, dass ich deshalb schaffe, aber... Da kann man hier zwischendurch gehen. Ja, man kann zwischendurch gehen. Ja. Und am besten so, dass du gleich noch eine AFK-Warnung bekommst. Schnell weg hier. Nein! Schnell weg hier, zu ernst genommen. Nein! Das ist sehr gut gemacht. Wir sind beide durchgefallen. Durchgefallen. Nice. Hat er auch mal Punkte. Ja, ich bin Erster damit. Gar kein. Damit bin ich halt wirklich Erster geworden, ne? Weil das Stichwort schnell weg, solltest du eigentlich nicht so ernst nehmen, wie du es genommen hast, ja, ne? Ja, ist okay. Schnell weg hier. Tschüss. Och nee. Nein. Hamster wurde abgeschleudert. Hey, ich hasse diesen Spawn. Body. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Sicht. Ich mach mal die Kamera zurück, ich hab auf Roddy geguckt. Tschüss. Brody, du solltest das eigentlich sogar schaffen können.
Ich habe auch vor dies Charakter geguckt. Ich hab noch nicht sicher, ob ich rechts oder links lang gehen will. Links. Ich würde auch links noch immer nehmen. Obwohl du links eigentlich jetzt gar nicht mehr so krass durchkommst. Und tot. Ja. Oh. Ja, war nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ja, die Tennisbälle hätten dich eh mitgenommen. Komplett auf den falschen Charakter geguckt und einfach rausgelaufen. Ja, ja, immer doch. Ja, genau. Das gefällt mir tatsächlich nicht. Warum lauft ihr nur nach links? Weil wir dämlich sind. Aber richtig dämlich, du. Irgendwann lernt ihr es noch, ne? Naja. Nee, das lernen die nicht. Wenn der gleich an der Abrissbirne stirbt. Hm. Ich seh mich da. Ja, no. Oh, mit einem Pfeilpo. Nee, das war ein Pfeilpo. Also, Olli, da ist echt noch Luft nach oben, ne? Ich mach jetzt meinen häufigsten Sterbeort weg. Was hast du denn gemacht? Wie schaffe ich das eigentlich, so untalentiert zu sein, dass ich an diesem Lüfter dauerhaft gestorben bin? Also das war ja wirklich der einzige Sterbensort, wo ich instant getötet wurde durch die Pfeilmaschinerie. Weil du warst ein bisschen zu blöd für dich. Ja, untalentiert nennt man das. Mach das doch da oben, rechts. Mich hat irgendwer angeschrieben. Oben rechts? Das war nur, ja, rechts bei dem anderen Teil. Dann kann man nur bei dem Dings durch. Oh, bei Hamster eben, es kam gerade eben mein Ticket rein. Oh. Ey, das Problem ist, ich bin mitten in der Aufnahme, das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh. Wollt ihr eine Münze? Juhu. Nein, ich war sogar auf dem Ding drauf noch. Rot, hier hol dir die Münze, komm. Nee, komm ich nicht dran. Doch klar. Hamster, hol sie dir. Nein. Ich meine, ich mache ja gerne vieles falsch, aber das mache ich dann doch auch wiederum nicht so falsch. Wir jumpen. Nein, Manu. Schade. Wär toll gewesen, wäre ich jetzt hochgebounced worden. Ja, nehme ich die Bombe. Und tatsächlich würde ich gerne jetzt einfach mal diesen Boxsack wegmachen. Das ist natürlich, das verändert alles. Ach du Scheiße, nee. Wie arschig soll es eigentlich werden? Ja. Bis auf dass die Antwort da hinten ja ist. Nein! Hast du sehr gut gemacht, ihr seid besser eben, ne? Es ist also der selbe, da hast du gerade echt mies verschissen in der Höhe. Nein! Nein! Ja! So ganz einfach. Oh, Alter, du hast halt wirklich geschafft, ne? Die Abrissbirne gar nicht an meinem Ding lang fährt. Und oh mein Gott. Oh, boah, ja, Mann! Aber hast du fast hin, ist doch alles gut, Daniel. Warte, was? Wir sind immer noch gleich auf da, Body. Da musst du echt noch üben. Ja. Aber du, ich habe natürlich kein Interesse, dass Janis das hier noch schafft. Ich meine, Janis hat soeben die ersten Punkte bekommen. Ah ja, boah. Kannst halt locker easy schaffen, ne? Nein! Ja, wenn oh Gott! So ist, oh Gott! Ja, und jetzt? Einmal hier. Dann würde ja, ich man kann es locker rüber easy schaffen, ne? So viel zu meine, dem Thema. Die also, ja, das hat das mit locker easy zu einfach genommen. Ich wollte nur in den Boxer greifen. In die Kanone. Ey, geh mal in die Kanone. Der will in den Boxsack rein, auf jeden Fall will er das. Ey, ohne Witz, die Kanonen, die schießt sich safe ins Ziel. Nein! Doch. Oh.
Nein, tschüss, Freunde. Oh Mann, warum musst du denn jetzt kommen? Komplett von drei fetten Asteroiden geschreddert. Weil die kommen so alle zu dritt auf ihn zu. Besseres Timing kann man nicht mehr nutzen. Deshalb kannst du bitte das Holzbrett oben wegmachen? Das hier? Ja. Nein, bitte nicht. Doch, bitte, 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 bitte wirklich, Deshalb, dann fliegen die Papierflieger richtig geil. Die Papier können durch eine Kanone? Ich meine schon. Ich meine nicht. Ja, wenn die Seppe es wegmacht, kann man es ja sehen. Ja, mach's selber. Wir werden es auch so sehen. Nee, wird ja so oder so dann instant zerstört, wenn da was davor ist. Ja, mach es weg. Wow. Du hast es soeben deutlich schwerer nochmal gemacht. Nö, finde ich nicht. Oh mein Gott. Oh. Der schießt ja gar nicht noch. Doch, oh, er schießt kann nicht wirklich. Alter. Ja, was machen wir hier? Nein. Nein. Ja, was soll das werden? Ja, okay, ich sehe, I see. Schade. Schade, war knapp. Obwohl, nein. obwohl, warte. Ja, das war so gut. Oh nein, es gibt nichts. Oh, wie dumm. Ja, okay. Wie geil. Mich hat ja ernsthaft das Ding reingemacht. Oh Mann. Aber das ist mir hier zu safe. Wie soll ich denn das jemals noch schaffen? Denkt ihr auch mal an mich, bitte? Nee. Tu ich doch. Oh Gott. Ist schaffbar. Oh. Nein, Brody, du bist ein Elender. Ja. Oh Mann. Nein. Oh, das ist mir gekommen. Dass ich so in der Luft überlege, was er machen soll. Wir haben es ja gerade hochgeschlagen worden. Nein. Oh, alle drei haben den Ding gestorben. Ich würde das gerne beenden, weil ich habe gerade eine Meldung bekommen, die ich gerne abarbeiten würde, so schnellst wie möglich. Jo, also was heißt beenden? Ich will die Runde so schnell wie möglich fertig machen. Deswegen, wenn kurz die Musik im Hintergrund aussetzt, es tut mir leid. Für die Aufnahme. Ah, okay, wahrscheinlich weißt du das, was Charjo mir gerade auch geschrieben hat. Ja. Warum schreibt ihr eigentlich was zu deinem Server? Das kann ich dir nicht sagen. Aber meinte, dass dein Server gehackt worden wäre. Ja, meinte Corner gerade auch. Mal schauen, Kingslot wollte sich gerade anmelden, ob er das auch sagt. Weil wenn er das sagt, ach nicht, Mann, Charjo hat sich umbenannt, der Miesling. Ah. Ich frage mich trotzdem, warum er das dir meldet. Keine Ahnung. Das machen die Berechtigungen, die ich habe. Ach, scheiße. Toll. Die Leute, jetzt hat er das Ticket geöffnet. Danke. Nein. Nein. Ich hab's so easy geschafft. Bin ich komplett weg. Da haben sie das bei mir. Oh ja, ich sehe es, ich muss mal den Server kurz stoppen. Und dann bekommt Phil gleich eine Meldung. Oh, Mist, Mist. Oh, warum muss denn denn auch jetzt ausgerechnet passieren? Ich mute mich mal kurz, um für eine Sprachnachricht zu machen.
Erstmal kurz auf dem Handy anmelden. Sie haben ein falsches Passwort eingegeben. Warum? Bin ich zu blöd, mein Passwort einzugeben seit neuestem? Jetzt. Ja. Ich mache eine Sprachnachricht kurz. Nein, ich warum bin ich denn hier noch? Ich bin nicht gemutet, hä? Okay, jetzt. Wie soll ich denn das machen? Nein! Der Papierflieger, Alter! Ah, ich lebe noch. Cool. Nein! Ich lebe nicht mehr. Doch, du lebst doch. Man kann sogar rüberkommen, Janis. Ich mich da einen in die Augen habe, ne? Oh. Au. Oh mein Gott. Ich schaff das. Ja. Wow. Ich hätte es halt wirklich fast geschafft, hier oben. Boah, Botti. Noch drei Runden. Abgezogen hier. So, jetzt muss ich es wieder so machen, dass ihr es nicht schaffen könnt. Warte, ich hab's gerade damit actually etwas leichter wieder gemacht. Jo. Da unten hätte ich stehen bleiben können. Okay. Mal Rechnung. So, Sprachnachricht ist gemacht. Jetzt wurde ich auf dem Discord-Server gepinkt für hast du mal einen Moment von dem Typ, der gerade wirklich halt drauf war. Ja, das geht jetzt, der Hacker. Es hat sich als wahr behauptet, dass er sich wirklich ohne gecheatet hat, wie auch immer er das geschafft hat. Jo. Nein! Ja! Also, das ist eine Sicherheitslücke und ich muss so schnell wie möglich da erstmal ran. Deshalb, ich lasse den Server jetzt erstmal runtergefahren. Ich habe für eine Sprachnachricht geschafft. Echt? Ja. Oh Mann, ey. FBI, open up! Okay, das ist cool. Ja, Brody, du musst noch da suchen, ne? Ja. Aber es sind noch zwei Runden. Ich bin ehrlich, ich würde danach auch gerne wirklich die Aufnahme beenden und dem Ganzen erstmal nachgehen. So schnell wie möglich. Weil das ist natürlich, das ist kritisch. Daniel? Ja. Achso, nee, alles gut. Ich dachte, du bist irgendwie da. Sieht cool aus. Ich bin nur eine Mütze, Mann. Ich würde einfach sagen, da hier hinten eh niemand hinkommt. Oh nee, wir sind an dem Spawn. Jo. Ja, da hinten eh niemand hinkommt. Das bringt. Oh. Ich bin ja komplett da drin gespawnt. Bin so mies, aber oh nein! Oh Mist. Ich geh links rum. Ist viel chilliger, guck. Oh mein Gott. Aha. Ich will mich auch gerade eigentlich nur hier auf Sicherheit stellen. Scheiße. Ja. Sebbe, du schaffst das hoffentlich nicht. Nein! Geil, du hast es echt nicht geschafft. Gefällt mir. Aber Brody hat das Ganze jetzt gewonnen. Ich bin nämlich nicht Underdog und damit kann ich gar nicht mehr gewinnen, weil wir haben keine Münze. Naja. Wer war denn drei Blätter eins gesetzt? Nein, Brody.
Alter, du bist ein elender Schlawiner. Wie schaffst du das? Gleich? Nein. Dieselbe muss jetzt halt einfach nur noch Gas geben, ne? Ne, der boostet uns gleich rein. Ah, ne, doch nicht, schade. Nein, der boostet euch nicht rein. Wenn Basti lang genug Quarz hat, dann geht's. Vielleicht. Nein, so knapp. Ja, beim Runtergehen muss das halt. Ha. Geil. Body mit einem halben Punkt nie gewonnen. So, abgehört. Jungs, ich danke euch fürs Mitspielen. Es hat super viel Spaß gemacht. Und schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt Ultimate Chicken Wars mit Dezibel Pro Oli und Janus Gamer 124. Hat super viel Spaß gemacht mit euch. Man hört sich. Bis zur nächsten Folge.